Und hallo YouTube, für das Buch der Woche geht es dieses Mal um die Reise in den Westen und natürlich auch um meine Empfehlung für eine Übersetzung dieses großen Werkes. Die Reise in den Westen ist eine der berühmtesten Geschichten Chinas. Es gehört zu den großen klassischen Romanen der chinesischen Literatur und berichtet von der legendären Reise des Mönchs Tripitaka nach Westen und von seinen vier übernatürlichen Gefährten, unter denen Sun Wukong, der mächtige Affenkönig, wohl der wichtigste und bedeutendste ist. Im Ganzen symbolisiert die Reise in den Westen das Erlangen von Erleuchtung, aber verarbeitet auch viele und faszinierende Aspekte der chinesischen Kultur und Geschichte. Als Übersetzung habe ich die Ausgabe des Reklam Verlags übersetzt von Eva Lüdi Kong. Diese Version wurde auf der Leipziger Buchmesse 2017 sogar mit einem Preis ausgezeichnet und ist nicht nur eine schöne Ausgabe, sondern beinhaltet auch viele historische Illustrationen und ist mit zahlreichen Fußnoten kommentiert, die einen tollen Einblick in die relevante chinesische Kultur geben.